Dann kündige ich den Mietvertrag. Oh Mann. Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zu Sunny wandert aus, zu diesem neuen Vlog. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit mir selber beschäftigt, mich dadurch auch in gewisse Richtungen verändert. Und jetzt kommt einfach eine ganz, ganz große Veränderung, weil ich habe mich vor kurzem gefragt, was ist es, was du unbedingt möchtest, wovor du aber mega, mega, mega Schiss hast. Und wisst ihr, was das ist? Es ist meine Sachen einfach bei mir zu haben und frei zu sein. Einfach nicht gebunden zu sein. Also hier jetzt in meiner Wohnung, ich muss ja erstmal meine ganzen Möbel jetzt hier rausbringen. Ich habe so viele Sachen, um die ich mich jetzt erstmal kümmern kann, bevor ich wirklich wieder frei sein kann. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe auch die letzten Monate schon ganz viel entrümpelt. Das war schon der innere Impuls für mich. Auf jeden Fall, mein Ziel ist es einfach mit 2 Koffern oder 3 Koffern, mal gucken, wie viel es wird, unterwegs zu sein. Und das sind meine Sachen. Und ja, jedes Mal, wenn ich einen Menschen treffe, der sowas macht, denke ich mir so, boah. Ne? Und drüber nachgedacht, dass ich das selber für mich umsetzen möchte. Davor hatte ich mal so Respekt. In den letzten Tagen habe ich auch schon richtig viel erledigt. Ich sage euch was, das Ganze im Vorfeld ist einfach wirklich nur Planung, Planung, Planung. Und ich habe sehr viele interessante Telefongespräche geführt. Callback later. Jetzt ist later. All our staff are busy. Please visit our data protection page on allianz.ie. For car insurance, press 1. Thank you for holding. Our lines are very busy at present. A member of our team will be with you as soon as possible. We appreciate your patience. Ich versuche gerade, meine Autoangelegenheit zu klären, weil ich einfach nicht weiß, was ich dafür brauche, um ein Auto dort anzumelden, um eine Versicherung zu kriegen, ob ich da vorab irgendwelche Papiere brauche, dass ich mich in Irland anmelden muss oder nicht. Und mir ist diese ganze Reihenfolge einfach noch nicht klar. Und jetzt versuche ich, irgendwo eine Information rauszukriegen. I want to buy a used car and I need an insurance for it. And I want to ask what I need for to make a contract. Okay, so you don't have insurance in Ireland at all, yes. Yes. And you'd be looking to take out insurance, yes. You're moving to Ireland, is that right? Yes. Do I need an Irish bank account? Do I need a proof of address? Yeah, absolutely, yeah. So if we can there, is that okay? Yeah, perfect. Thank you. Perfect, no problem at all. But thanks very much for the call. Thank you. Thank have a nice you. Day. Bye. Bye. Das ist so aufregend. Oh, ich freue mich so. Geil. Ich kaufe ein irisches Auto, ein irisches Auto. Ich fahre ein irisches Auto. Es könnte so voll der Hip-Hop-Song sein. Irisches Auto, irisches Auto. Ich fahre ein irisches Auto. Werde jetzt nach Irland gehen und mir dort ein Auto kaufen, und die Autoversicherung dort meinte, ich bräuchte von der deutschen Autoversicherung, also quasi von euch, ein Proof of Bonus. Ja, da gibt es so eine Bescheinigung. Hi, ich habe eine Frage zu dem Ton-Keyboard-Case für das Yamaha P45. Kann man damit fliegen? Ist es geeignet dafür? Grundsätzlich schon. Ja, schönen Tag. Auch so, tschüss. Sie werden jetzt an einen Kundendienstmitarbeiter weitergeleitet. Die geschätzte Wartezeit ist derzeit 8 Minuten. Keyboard mitnehme, kann ich das als Gepäck buchen oder muss ich das als Instrument buchen? Ne, sagen Sie mir bitte, wie groß ist? Wie groß ist? 1,38 Meter lang. Ja, natürlich. Und dann bitte
geben Sie bitte bei der Buchung als Nachname Item Seed und als Vorname extra. Vielen Dank, Ihnen für den Anruf, Rainer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag heute. Tschüss, alles Gute. Auch so, tschüss. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Washed out by the rain. Auf dem Paket da drin. Ich habe nämlich noch ganz viel bei eBay Kleinanzeigen reingestellt, so Sachen, die ich noch zu Hause hatte, die ich verkaufen wollte. Die meisten interessiert das wahrscheinlich auch erstmal so der erste Step, den ich machen werde. Ne? Und zwar werde ich rüberfliegen und erstmal eine vorübergehende Unterkunft haben, von der aus ich dann suchen werde. So ist bisher der aktuelle Plan. Also es wird noch ziemlich ungewiss. Das heißt, wenn ich dort bin, bin ich noch nicht fertig ausgewandert. Also das Auswandern geht dort dann quasi noch weiter. Bevor wir alles in Irland erledigen, muss erstmal in Deutschland alles fertig erledigt werden. Und deswegen geht es jetzt erstmal zur Post und danach was essen. Zu meinem irischen Lieblingskoch. Ja, der heißt Aidan. Und der ist Ire. Das war der erste Ire, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich bin gerade richtig, richtig aufgeregt, weil ich gerade den Newsletter von Ryanair erhalten habe. Und gerade irgendwie für 48 Stunden haben die so ein Angebot, dass die Flugtickets für 5 Euro verkaufen und ich kann es einfach nicht fassen. Und jetzt bin ich gerade dabei, einen Menschen zu schreiben, die irgendwie an dieser ganzen Aktion beteiligt sind, um irgendwie ein Datum rauszukriegen. Ich habe ja noch gar kein Datum, an dem ich das Ganze machen will. Ich muss den Umzugshelfern schreiben, dann muss ich in Dublin mit dem Auto muss ich das checken, in Dublin muss ich erst bleiben, dann muss ich das mit meiner Unterkunft checken, ab wann die frei ist und wann ich da überhaupt hinkommen kann und oh, es ist so viel und oh, ich bin so aufgeregt. Vor allem die Sache ist ja, ich muss ja einfach mal 3 Flugtickets buchen und nicht nur eins für mich, weil die Gitarre ist dabei und das Keyboard ist dabei, das heißt, ich muss für die beiden auch noch ein Flugticket buchen. Und da lohnt sich das schon mit 5 Euro. Und jetzt bin ich gerade ganz intensiv am Überlegen, wann das stattfinden soll. Ah. Leute, das bekommt irgendwie gerade alles Hand und Fuß und irgendwie geht das Ganze ziemlich schnell. Und ich kann es auch gar nicht mehr abwarten. Also ehrlich gesagt, seitdem die Entscheidung getroffen ist, also davor war es für mich echt schwierig. Weil man einfach immer abwägt. Man sagt immer, das ist gut da, das ist gut da, aber das ist scheiße da und das ist scheiße da. Irgendwann wird man irgendwann nur noch wahnsinnig und weiß gar nicht mehr, was man machen soll. Das ist ungefähr so, wie wenn man in der Parfümerie am Parfum riecht. Irgendwann riechst du gar nichts mehr, weil du überall gerochen hast. So ungefähr ging es mir. Aber seitdem die Entscheidung gefallen ist, habe ich gar keine... Davor dachte ich halt so, oh nein, du kannst doch diese Wohnung nicht aufgeben, diese geile Wohnung. Ich meine, die Wohnung ist geil, aber seitdem, weg damit. Wirklich, also, ich meine, klar gibt es hier auch so ein paar negative Punkte in der Wohnung. Ich höre ständig alles von meinen Nachbarn. Ich höre die, heute habe ich sogar jemanden gähnen gehört, könnt ihr euch das vorstellen? Also, es ist echt, es sind halt lauter so ein paar Kleinigkeiten, die mich halt stören und irgendwie, oh, ich freue mich einfach nur. Nur Hinflug. Berlin Schönefeld. Das ist ja so krass. Kriegt das eigentlich irgendjemand mit, dass der Berliner Flughafen jetzt bald öffnet irgendwie? Also ich gucke nicht mehr so viel in die Nachrichten, weil ich da nicht so wirklich Bock drauf habe momentan.
Aber berichtet da gerade irgendjemand drum, dass im Oktober der Berliner Flughafen öffnet? Irgendetwas, woran niemand mehr geglaubt hat? Das geht total unter, finde ich. Auf jeden Fall werde ich noch von dem alten Flughafen fliegen. Was ich aber auch irgendwie ganz schön finde. Weil von dem bin ich immer nach Irland geflogen. Und ich finde es auch ganz schön, so jetzt quasi, na, es wird jetzt nicht der letzte Flug sein. Ich werde ja auch mal nach Deutschland kommen. So weit ist es ja jetzt nicht. Ach man, gestern hat das Gepäck noch 20 Euro gekostet. Warum kostet es heute 25? So, wie viele Koffer nehme ich denn zum Auswandern? 2 oder 3? Ernsthaft, ich bin jetzt gerade durch meine Wohnung gelaufen. Ich glaube, ich kriege nicht mal mehr 3 Koffer voll. Ich werde trotzdem 3 Koffer buchen, weil dann kann ich in den dritten Koffer kann ich die Ukulele reinmachen. Ukulele, Ukulele, lele, lele, Ukulele. Ein stilles Wasser gerne für den Flug. Ich hab gedrückt. Oh Gott. Ja, Buchung bestätigt. So, ich kann es gar nicht glauben, es ist gebucht. Heute in 5 Wochen geht's los. Scheiße, Mann, was habe ich denn getan? Außerdem bin ich auch immer so, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann kann ich nicht warten, die umzusetzen. Weil alles, was dann... Die Warterei fühlt sich irgendwie nur an wie Absitzen. Und darauf habe ich einfach keine Lust. Wisst ihr, das hört sich immer so geschwollen an. Man soll auf nichts warten im Leben und man soll immer alles so schnell wie möglich machen, weil man weiß nie, was am nächsten Tag ist. Das hört sich immer an wie so ein Gerede, aber... Ganz ehrlich, ich versuche da wirklich danach zu leben. Als meine Mama gestorben ist, das hat mir eine Lehrlektion fürs Leben verpasst. Wisst ihr, die war so jung. Das war eine der härtesten und lehrreichesten Zeiten für mich in meinem Leben, weil ich dadurch wirklich gelernt habe, das Leben jeden Tag zu schätzen und darauf aufzupassen, es so schnell und ausgiebig wie möglich zu nutzen. Ich kann mich noch erinnern, als sie diese Krebsdiagnose bekommen hat, sie hatte danach 9 Monate. Und in diesen 9 Monaten war natürlich auch nicht alles Zeit, die man nutzen konnte für Sachen, die man macht. Wisst ihr, man kann ja auch... So darf man natürlich jetzt auch nicht denken, durchs Leben gehen, dass ständig irgendwas passieren könnte oder so. Aber einfach diesen positiven Gedanken daraus zu ziehen, wirklich in die Umsetzung zu kommen, weil manchmal leben wir, als leben wir ewig und das tun wir einfach nicht. Oh, und aufgrund von diesen tiefgründigen Gedanken habe ich jetzt ein Flugticket gebucht. Guten Morgen, es ist der nächste Tag. Ich sitze in einem riesengroßen Auto, in dem jetzt gleich alles mein, also nicht alles, aber das Zeug reinkommt, was ich auf jeden Fall gar nicht mehr haben möchte. Das heißt, es geht zur Müllabfuhr. Es wird jetzt mal hardcore entrümpelt. Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Keine Farben, keine Lacke, keine Autoreifen, was man ja auch im Keller hat. Okay. Die beiden Holzcontainer, da haben wir 2 offen. Wenn da Spiegeltüren, Glastüren oder sowas mit dran sind, die Türen kommen hinten auf den Haufen. Also das zum Ausladen bitte anziehen. There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's running at the river, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. That'll rock this place. Hey, hey. That'll rock this place. Hey, hey. Rock.
Ich habe jetzt mittlerweile ein bisschen weniger Farbe im Gesicht. Ich bin voll fertig. Das war mega anstrengend. Aber es tut mega gut, die ganzen Sachen wegzuhaben. Es ist krass. Wir stehen erst am Anfang. Es wird noch so viel passieren. Ich weiß gar nicht, ob ich euch jetzt irgendwie ansatzweise nur die grundlegendsten Informationen in diesem Video geben habe können. Da wird auf jeden Fall noch einiges passieren. Ich stehe auch schon wieder vor der nächsten Herausforderung. Aber dazu im nächsten Video mehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr verfolgt das Ganze mit mir mit. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abo dalassen natürlich nicht vergessen, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Es bleibt spannend. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.